Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Kempten Trainerkarriere. Heute mit nur drei Spielen gegen Schwab München, Bobingen und Ehekirchen. Wir sind momentan auf Platz 1 und wenn euch diese heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Gehen wir rein in das Spiel gegen Schwab München. Das passt soweit. Und gehen rein. Auf jeden Fall in das nächste Spiel gegen Schwab München, das Hinspiel ging 1-1 aus. Und mal schauen, wie die Spiele jetzt ausschauen. Ich möchte die Rückrunde ziemlich schnell über die Bühne kriegen. Das ist klar. Also ich möchte jetzt nicht hier 5 Wochen brauchen für eine Saison. Ich möchte hier schon schnell durch sein. Gegen Schwab München werden wir es komplett simulieren. Gehen rein in das Auswärtsspiel. Ich kann vor diesem Gegner nur warnen. 400 und ich würde sagen, wir springen gleich zum Ergebnis. Es ladet jetzt ein bisschen. Das dauert jetzt schon lange hier. Warum dauert das hier so lange? Das würde ich jetzt gerne wissen, warum dauert das so lange? Okay. Wir gewinnen 3-0. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. 6 Tage bis zum Derby gegen den TSV Bobingen. Vertrags der VfB Lübeck würde mich gerne verpflichten. Der VfB Lübeck, dritte Liga. Das wäre richtig dumm, wenn wir das machen und zum VfB Lübeck wechseln. Der VfB Lübeck ist derzeit auf Platz 3 in der dritten Liga, auf Platz 17. Wir haben uns aber geschworen, wir bleiben hier bei Kempten. Wenn wir in 3 Saisons den Durchmarsch in die Regionalliga schaffen. Nein. Muss ich ablehnen. Tut mir leid an dieser Stelle, aber muss ich ablehnen. Auch vielen Dank. Und ob ich auch diese Chance wieder kriege, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist... Das wäre dumm von mir. Wenn ich das wirklich machen würde. Bleiben wir hier einfach in Kempten. Das ist das Beste. Enorme Lautstärke in der Krisensitzung beim TSV Schwab München. Okay, das ist krass. Die Folge hier wird etwas kürzer, das ist klar. Gut. Champions League interessiert uns jetzt erstmal weniger. Auch die Europa League Zwischenrunde. Fokussieren uns auf das Duell mit dem TSV Bobingen. 70 Kilometer. Das passt. Würde ich sagen, gehen wir rein. Und werden in den roten Trikots spielen. Passt soweit.
Und hier werde ich auch das Ergebnis direkt ausgeben. Mal schauen, wie wir hier gespielt haben in Bobingen. Ob wir gewonnen haben, verloren haben, das werden wir jetzt sehen. Der Schiedsrichter pfeift ab und wir verlieren knapp mit 3:2. Waren aber zur Pause 1:0 in Führung. 2 Punkte Abstand, jetzt nur noch. Es wird eng. Was? Die Meisterschaft betrifft. Einen Managerpunkt erhalten für Yannick Holzer. Sehr schön. Jetzt gegen Ehe Kirchen, das werde ich auch direkt ausgeben, sogar zur Kalendersimulation gehen. Und ich würde sagen, wir simulieren einfach ein bisschen. Aber geht das hier? Ah, Simulation, okay. Bis zum Spiel gegen Erkheim. 16.3. Dann Start, let's go. Mal schauen, was wir gegen Kempten machen. Wir werden jetzt 3 Spiele simulieren. In der ETL Arena gegen Ehekirchen. Im Spiel ging 4:0 aus. Und das ladet jetzt ein Stück weit hier. Mal schauen, was wir hier gemacht haben. Kann man jederzeit zum Hauptmenü wechseln. Und das dauert schon ein wenig hier. Wir gewinnen, nein, verlieren 1:0. Shit. Wobei wir das Hinspiel dann doch 4:0 gewonnen haben. Jetzt gegen Karlsfeld, wir sind Zweiter, wir sind abgerutscht. Und ich bleib hier nur, wenn ich in der ersten Saison den Sprung in die Bayernliga schaffe. Noch eine Saison? Nein, das packe ich nicht. Ich will aufsteigen, das ist das Ziel. Ganz klar. Wenn wir das erreichen, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es so leider. Aber ich kann ja nicht lange genug in der Landesliga bleiben. Also die Simulation hier, die dauert schon extrem. Nebenzu erkläre ich euch mal, was ich nach Kempten vorhab. Ich finde, vielleicht mal
im oberen Bereich Deutschland, vielleicht eine Karriere in Berlin bei irgendwie Lokomotive Berlin oder keine Ahnung, Berliner AK. Das wäre eine Option, falls wir hier den Aufstieg in die Bayernliga nicht schaffen sollten, wäre das primäre Ziel hier. Und jetzt noch gegen Erkheim, das müsste normalerweise auch einen Sieg geben. Wir haben hier 3-0 gewonnen gegen Karlsfeld. Wie ihr schon gesehen habt, gehen wir in das letzte Spiel der heutigen Folge, also eher eine Simulationsfolge, ganz klar. 27. Spieltag gegen Erkheim. Mal schauen, was es hier gibt. Sind derzeit auf Platz 2 auf einem Aufstiegsplatz, aber was die Relegation betrifft. Und das ist riskant. Das ist riskant. Auf jeden Fall, keine Frage. Aber wenn wir das angehen müssen, dann müssen wir das so machen. Auch wenn es nicht gerade mein Wunsch ist, über die Relegation in die Bayernliga aufzusteigen. Definitiv nicht. Wir gewinnen aber 5:2 gegen Erkheim. Oha. Gut. Sehr schön. Dann ist die Woche auch vorbei und noch 53 Wochen Simulation. Sehr schön. So. Gibt es jetzt eine kurze Pause? Hier. Hat sie eine Trainingsverletzung zugezogen? Oh je. Yeah. Stefan Richter hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Das ist nicht so gut. Okay, wir sind wieder Erster. Wir werden stoppen und an dieser Stelle den Part auch wieder beenden. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Jetzt sind es bloß noch 7 Spiele. Sind auf Platz 1. Ein Punkt vor Geching. Und werden sehen, wie wir die nächsten Folgen angehen werden, wann die nächste Folge kommt. Bis dahin macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.